Hi Leute, ich habe euch mal wieder ein Fahrradschloss besorgt. Das ist ein Gliederschloss von der Firma Wave. Können nochmal hier die Angaben sehen. Das ist ein Schloss, das bewegt sich im Rahmen von 20 bis 25 Euro. Hier habt ihr mal die Halterung, die ihr am Fahrrad festmachen könnt. Und wenn ihr das Schloss hier raufsteckt, das heißt also die Halterung hier rauf reinsteckt, und schiebt diesen Haltebolzen wieder rein, dann ist es gleichzeitig fest, sodass euch keiner das Schloss klauen kann, wenn es zu ist. Das heißt, hier nochmal das Loch, wo der Haltebolzen sich dann festkrallt. Das Ding macht so einen ganz guten Eindruck, also es ist sehr schwer. Hier hinten habt ihr extra ein graues Glied, damit ihr wisst, wo der Anfang ist von dem Ding. Können wir mal kurz aufrollen. Also ich denke mal, für 20, 25 Euro kann man da nicht viel verkehrt machen. Und hier neben habt ihr jetzt eine Nische, wo ihr dann den Stift ziehen könnt. Hier nochmal der Schlüssel dafür. Und so, wenn ich das Teil jetzt öffne, dann springt hier dieser Haltebolzen raus, den ich eben erwähnt hatte. Und dann könnt ihr das graue Glied einfach hier unten reinstecken und runterdrücken. Somit ist das Ding dicht. Es macht eigentlich so einen ganz stabilen Eindruck, ist auch gut schwer. Und ja, ich würde mal sagen, also bei dem Preis kann man nicht wirklich irgendwie rummeckern. Ich versuche jetzt beim nächsten Clip das nochmal zu öffnen, damit wir sehen, ob das, wie schnell das geht oder ob das standhält. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Viel Spaß noch.